Herzlich willkommen zu einem weiteren Gespräch in unserer Interviewreihe. Diesmal mit zwei Gästen, Frank Hahn und Stefan Blankatz. Frank Hahn lebt in Berlin, wo er als Gestalttherapeut in eigener Praxis tätig ist. Als freier Publizist und Autor hat er eine Reihe von Essays und Bücher veröffentlicht. Sein Interesse gilt seit Jahren dem Sprachdenken und der dialogischen Philosophie und Psychotherapie. Er hält an unserer Buba-Tagung im Sommer einen Vortrag zum Thema Bubas Nichtwissen als spirituelle Quelle der Gestalttherapie. Und schließlich Stefan Blankatz, promovierter Soziologe und habilitierter Erziehungswissenschaftler und 25 Jahre Theorietrainer am Gestaltinstitut Köln, jetzt bei uns in Berlin. Bezeichnet sich selbst als Wortmetz, veröffentlichte eine Reihe von Büchern, besonders einige Grundlagenwerke zur Theorie der Gestalttherapie und gesellschaftskritische, philosophische und literarische Texte. Er ist bei unserer Tagung mit einem Vortrag dabei zum Thema Martin Bubers Vorstellung von Gemeinschaft. Frank und Stefan, schön, dass wir hier zusammengekommen sind, auch zu einem gemeinsamen Gespräch. Fragen, was so euer Bezug zu Martin Buber ist. Wie ist so euer Weg zu Martin Buber? Frank, magst du vielleicht beginnen? Ja, also die meisten, nein, oder ich fange anders an. Mein Weg zu Buber ging über Franz Rosenzweig. Und das Witzige ist ja, dass bei den meisten der Weg andersrum gelaufen ist, dass sie erst über Buber und dann zu Franz Rosenzweig gekommen sind, der ja als durchaus schwieriger gilt als Buber. Ja, ich bin, wie gesagt, über das Sprachdenken von Rosenzweig und seine Dialogik und das, was bei ihm die Bedeutung des Du und des angesprochen und angerufen werden ist, dann später zu Buber gekommen und war natürlich auch vorgeprägt durch Rosenzweigs eigene Skepsis gegenüber Bubers Du und Ich, oder mehr Ich und Du. Und das war auch nicht das Erste, was ich von Buber gelesen habe, sondern es waren mehr seine Schriften zum Verhältnis Christentum-Judentum und biblischen Themen und so weiter und so fort. Und dann erst später habe ich diese ganzen sogenannten dialogischen Schriften nochmal gelesen und auch interessant eben seine Schriften zur Psychotherapie, was ja auch ein kleines Bändchen oder ein Band ist, wo er sich damit beschäftigt. Und das kann ich gleich vorausschicken noch abschließend. Mein Weg zur Gestalttherapie hatte eben etwas damit zu tun, dass Buber ein Vorwort geschrieben hat zu den Schriften von Hans Trüb, dem Psychotherapeuten aus der Schweiz in den 20er, 30er Jahren. Das Buch und Bubers Vorwort heißt Heilung aus der Begegnung. Ich finde ein wunderschöner Titel, der mich damals sofort angesprochen hat. Und darüber bin ich auf Hans Trüb gestoßen und über Hans Trüb zur Gestalttherapie. Und Trüb ist sozusagen durch Buber zum Entdecker einer, wie er es selbst genannt hat, dialogischen Therapie geworden. Also das sind so ganz, ganz kurz meine Bezüge zu Buber. Genau, und Stefan, magst du denn zu deinen Bezügen zu? Ja, dies ist viel, viel älter als mein Bezug zur Gestalttherapie. Als 14-Jähriger habe ich durch einen Spiegelartikel vom Anarchismus erfahren, ging es 1970 um den Einfluss des Anarchismus auf die Protest- und Jugendbewegung. Sehr negativ, aber obwohl er negativ war, war ich voller Begeisterung und erzählte meinem Vater davon. Und was machte er? Er griff ins Regal und nahm ein Buch heraus von Martin Buber, Pfade in Utopia, und sagte, das ist das Richtige für dich. Dieses Buch ist für einen 14-Jährigen eine echte Herausforderung. Aber mein Vater hatte eine Pädagogik, die sagte, wenn ein Jugendlicher begeistert ist, dann muss man ihm sehr hohe Ziele setzen. Wow. Weil mit dieser Begeisterung kann man ihn dazu bringen, Dinge zu tun,
die er sonst nicht tut. Und so war das, so bin ich bei Buber eingestiegen. Und ich war immer sehr, sehr enttäuscht, als ich irgendwann mit meiner Beschäftigung mit Gestalttherapie festgestellt habe, dass diese Seite von Buber eigentlich nicht vorkommt. Und widme mich sozusagen dem, das aufzubereiten und das auch im Gedächtnis zu behalten. Mhm. Oder ins Gedächtnis zu rufen. Ja, danke an deinen Vater, dass der dieses Buch in die Hand gedrückt hat und du dich da durchgearbeitet hast. Und du bist natürlich auch Teil der Tagung im Kontaktinstitut im nächsten Sommer 2023. Und du hast auch ein Thema, was du dort einbringst. Ich vermute, das ist auch verwandt mit dem, was du gerade angesprochen hast. Genau. Mhm. Ja, also ich werde über die Gesellschaftstheorie oder die Vorstellung von Gesellschaft von Buber sprechen. Mhm. Und natürlich auch dann die Verbindung zur Gestalttherapie. Das ist ja nicht von ungefähr, dass Buber in der Gestalttherapie diese Rolle spielt, weil das gut zusammenpasst. Ja, das passt auch zu dem, wie es mir geht, auch mit Buber. Also möchte ich gleich mal anknüpfen. Weil wenn ich nämlich Buber lese, dann kriege ich so einen, wie soll ich denn sagen, so einen Geschmack von Möglichkeiten. Mhm. Und fühle mich auch sehr eingeladen, teilzunehmen an dem, was er da schreibt, und fühle mich angesprochen, diesen freien Impulsen zu vertrauen, die das Leben so als Geschenk parat hat. Und es ist also etwas sehr Lebendiges, was da in mir angesprochen wird. Und gleichzeitig stelle ich dann so fest, wenn ich dann so auf unsere gesellschaftliche Situation schaue, dass eine enorme Spannung in mir entsteht, gerade wenn ich Buber lese oder mich damit beschäftige. Und weil ich nämlich diese Situation auch als sehr gesellschaftlich, sehr oberflächlich, sehr kontrolliert, sehr viel mit Fakten und mechanistisches Weltbild auch vorfinde. Und frage mich dann einfach immer wieder selbst, wie kann ich dieser Spannung begegnen? Also auch als Gestalttherapeutin, weil das ist ja das, was die Klienten auch mitbringen, diese Spannung. Und da habe ich ein Zitat von Buber, was mich auch nachdenklich gemacht hat, und möchte da auch einladen, nochmal drüber zu sprechen. Da hat er nämlich mal den Anarchismus auch angesprochen, indem er sagt, Anarchismus gründet sich auf einen endgültigen Lehrsatz, dass wertvolles Verhalten nur geschieht durch freie und direkte Antwort der Individuen oder freiwilligen Gruppen auf die Bedingungen, die durch die historische Umwelt gegeben sind. Und wie siehst du, Stefan, oder ihr, auch Frank, wie seht ihr diese Fähigkeit der Verantwortung, von der Buber vor 100 Jahren sprach, auch gerade im Zusammenhang mit der aktuellen gesellschaftlichen Situation heute? Ja, ich glaube, dass der Impuls, die Gestalttherapie zu begründen, war eigentlich genau diese Fähigkeit zu dieser Antwort zu stärken, weil die Begründer Gestalttherapie gesehen haben, dass die Herrschaft nicht nur äußerlich repressiv ist, sondern auch gerade diese Selbstverantwortung schwächt und dass sie wieder gelernt werden muss. Und ja, dass es dafür Räume geben sollte, das war eigentlich die Grundidee, und das ist ja auch der Weg, den Buber vorgeschlagen hat. Also er hat ja nicht die Revolution gepredigt, sondern ein Lernprozess
durch immer größer werdende Freiräume. Aber eben halt ein wichtiger Aspekt davon ist, ist die Dezentralisation. Das heißt also, man kann Verantwortung, kann man ja nur im direkten Kontakt haben. Und alle Strukturen, alle gesellschaftlichen Strukturen, die Zentralismus hervorrufen, dass die Verantwortung und die Dialogfähigkeit schwächen. Und dass beides zusammenkommt, also dieser Lernprozess bedeutet der Lernprozess der Menschen und der freiwilligen Gruppierungen, was du gerade vorgelesen hast, und gleichzeitig eben eine gesellschaftliche Veränderung, politische Veränderungen, die in diese Richtung gehen, mehr vor Ort Strukturen nicht so zentralistisch zu organisieren. Und das war so seine Idee dazu. Okay. Und also da wächst ja auch gleich die Verantwortung raus, die wir für Beziehungen haben. Also das ist ja sozusagen auch eine Fähigkeit, die wir wieder lernen, Situationen, die in der Welt geschehen, auch zu beantworten, also in Beziehung zu gehen, sich darauf einzulassen. Also ist es auch etwas, und da kommen wir vielleicht gleich zu dem nächsten auch, dass Beziehung also auch immer ein Vorgang ist, wo wir teilnehmen, also der uns auch verändert. Ne? Wenn wir uns jetzt hier in diesem Gespräch auch aufeinander einlassen, auf eine Beziehung einlassen, wird es uns verändern. Wir werden anders aus dem Gespräch hervorgehen, wie wir reingegangen sind, gehe ich mal von aus. Und diese Teilnahme ist ja auch eine Form der Verantwortung. Stefan, wie siehst du das? Ist eine Fähigkeit, die wir wieder lernen, aber wo gibt es Möglichkeiten, das zu tun? Also die soziale Verantwortung, Man kann im Prinzip immer beginnen. Ich habe dazu eine Geschichte, eine kleine Boba-Geschichte. Aber ich würde gerne, bevor wir auf diese Geschichte kommen, also es ist eine politische Geschichte, davor, dass Frank noch etwas sagt zu diesem Dialogischen, weil diese Geschichte dann sozusagen so eine spezielle Note bekommt, wenn man weiß, wie Buber eben halt Dialog und Beziehung gesehen hat. Ja, ich soll was sagen. Also mir ist eben noch, du hast ein Stichwort noch gegeben, Svenja, vielleicht da nochmal anzuknüpfen, das Stichwort der Teilnahme. Und ich glaube, ein großes Problem, mit dem wir heute konfrontiert sind, ist, dass die Menschen spüren, dass sie wenig teilnehmen können, zumindest an den großen Entscheidungen und an den großen Linien dessen, was in der Welt geschieht. Und das führt natürlich zu vielerlei Erscheinungsformen, zu vielerlei Frustration und Empörung und Rückzug und Wut und allem Möglichen. Und insofern ist, glaube ich, ganz wichtig, was eben auch schon angesprochen war, die kleinen Räume der Begegnung, die so zu schaffen, dass das Gefühl des nicht dabei sein Könnens und Dürfens oder der Nicht-Teilnahme dem was entgegenzusetzen. Ja. Das ist und gleichzeitig auch dann zu sagen, okay, gut, bevor ich mich jetzt abarbeite an Großstrukturen globaler Art, die ich sowieso nicht beeinflussen oder verändern kann, und da meine ganzen Kräfte drauf lege und darüber sozusagen auch noch übersehe, wie es mir eigentlich geht und wo ich eigentlich bin, ist sozusagen, und Stefan hat das schon gesagt, den Fokus darauf zu legen, wie kann ich sozusagen in der Beziehung zum anderen, zum
nahestehenden Menschen oder zu dem, der gerade vor mir ist, oder nicht nur der Mensch, sondern auch Gegenstände, Natur und so weiter, wie kann ich darin einen Weg finden aus dieser Erstarrung, Entfremdung oder wie immer man es nennen will, herauszukommen. Und was du eben noch angesprochen hast, Stefan, also Stichwort das Dialogische, das ist ja, Buber ist da ja äußerst radikal, nicht? Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, nochmal festzuhalten. Dialog ist ja auch so eine Phrase geworden heute. Überall heißt es, wir müssen Dialogbereitschaft üben und pflegen und so weiter. Aber es ist nicht wirklich klar, was das bedeutet. Und Buber, wenn ich sage radikal, dann meint er eben tatsächlich eine Art, sich auf den anderen einzulassen, die, so sagt er auch, rückhaltlos ist. Ja? Die Öffnung gegenüber dem anderen ganz rückhaltlos. Und das ist ein Unterschied dazu, dass, also, und das ist vielleicht ein wichtiger Punkt. Bei ihm ist ja nicht entscheidend, dass da ein Ich und ein Du ist, sondern das Entscheidende ist das Zwischen oder die Beziehung, die Begegnung. Und das heißt eben, dass wenn ich als ein Teil dieser Beziehung, wenn ich den anderen wahrnehme, eigentlich nur dabei mich selbst wahrnehme und nicht wirklich beim anderen bin, ihn in seiner Ganzheit und Einzigkeit und Personhaftigkeit spüren kann oder ihn seiner inne werden kann, dann ist es keine wirkliche Beziehung, dann ist es auch keine Dialogik, sondern dann bleibe ich sozusagen an der Beobachtung dessen, was ich gerade spüre oder möchte oder empfinde oder erfahre und so weiter. Also das meine ich mit der Radikalität dabei. Ja. Und das führt eben dazu bei ihm, dass er sagt, ich muss eben nicht in einem echten Dialog derselben Ansicht sein wie der andere. Wir können also sehr wohl auch entgegengesetzte oder gar gegnerische Ansichten haben und dennoch einander die Personhaftigkeit zugestehen und damit eben auch Partner im Dialog sein. Selbst wenn wir also mal weltanschaulich auf verschiedenen Planeten uns befinden. Und ich glaube, das ist eine Haltung, die natürlich gar nicht so einfach ist in der Praxis, die aber natürlich gerade auch, wenn wir so das heutige Geschehen uns anschauen, sehr, sehr wünschenswert wäre, wenn sich dieser Haltung mehr Menschen annehmen würden. Vielleicht ist mal so weit. Ja, das war genau die Vorbereitung für diese kleine biografische Geschichte von Buber. Und zwar, der Anarchismus von Buber kommt von seinem Freund Gustav Landauer. Und Gustav Landauer war 1919 mit bei der Münchner Räterepublik, die, ich habe es nochmal nachgeguckt, hat nur einen Monat existiert nach dem Ersten Weltkrieg. Und da war ja auch kurz nach der Oktoberrevolution in Russland. Und es gab eben starke bolschewistische Kräfte, aber gab eben halt auch einige Anarchisten in der Räterepublik, die dort führend waren. Jedenfalls hatte Landauer eine Diskussion über politischen Terror initiiert und hatte Buber dazu eingeladen, mitzukommen. Und die Diskussion beherrschten halt die Bolschewisten, die also politischen Terror für legitim und notwendig hielten. Und Buber berichtet später, einige Jahre später, über diesen Vorfall.
und sagt, dass Landauer saß bleich da und hat sich das mit angehört, was da seine Genossen sozusagen von sich geben. Und Buber hat sich eingemischt und hat Gegenposition bezogen und hat dann eben halt gesagt, dass eben halt durch Terror nicht, nichts anderes als Terror entsteht. Und sein Widersacher, der hat dann gesagt, ja, der Chef der Checker des russischen Geheimdienst kann an einem Tag 100 Todesurteile unterschreiben und gleichzeitig ein reines Herz haben. Und dann antwortet Buber darauf, es ist ja das Allerschlimmste, diese reine Seele, und es kommt nicht auf die reine Seele an, sondern auf die Verantwortung. Ja, und er merkt, dass eben halt Landauer, der neben ihm schweigend sitzt, dass er zittert und legt die Hand auf seine Hand. Und damit endet sie diese, ja, diese Erinnerung, die er da gibt. Und es gibt noch ein wichtiges Wort, und das ist nämlich, dass ich habe eben gesagt, sein Widersacher, er schreibt nicht seinen Widersacher, sondern er schreibt mein Partner. Und das ist eher ungewöhnlich. Man sagt das in politischen Debatten nicht. Man sagt eben Kontrahent oder Genosse oder Widersacher oder Feind oder was auch immer. Und er schreibt, obwohl es nicht zu einem Dialog kommt, dieser Mann ist nicht bereit, mit ihm in einen Dialog zu treten. Aber Buber macht dieses Angebot. Und auch in der Rückerinnerung schreibt er eben mein Partner. Und das fand ich so bezeichnend, weil das eine Wortwahl ist, die man, ja, also die ist nicht gängig, die ist auch jetzt nicht altmodisch oder so, sondern ist nicht zeitbedingt aus den 20er Jahren. Da hat das auch keiner gesagt in politischen Debatten. Und deswegen ist diese Geschichte, also hat da so eine Wichtigkeit. Und dann muss man noch sagen, dass Landauer ist bei der nach der Niederschlagung der Münchner Räterepublik verhaftet worden und in der Haft erschlagen worden. Und Buber hat später gesagt, so ist das überliefert, am Ende seines Lebens, ich habe seinen Tod als meinen Tod erlebt. Das habe ich jetzt gerade gefunden, diesen Satz, also wie prägend das gewesen ist. Und er hat ja noch lange gelebt, das ist also ein Vierteljahrhundert später, ist er immer noch sozusagen bewegt von dem Tod des Freundes. Ja, danke schön. Also ich finde, da kommt genau raus, was wir eben im Zitat hatten, nämlich diese freie und direkte Antwort, diese Unmittelbarkeit, ne? Also nicht die reine Seele wieder als ein Konzept ist, was da irgendwo schwebt, ein Objekt wird, sondern etwas, was mit Unmittelbarkeit zu tun hat, als unmittelbare Antwort. Und das ist die Hand auch in dem Moment gewesen, die sie sich da gegeben haben. Also es ist eine, finde ich, da wird nochmal schön herausgestellt, auch was gemeint ist mit diesen direkten Antworten. Genau. Und finde ich auch eine schöne Überleitung auch, nochmal zu dem zu kommen, was Beziehung eigentlich meint. Also das, was wohl Landauer und Buber sehr miteinander geprägt hat und was Buber in seiner ganzen Tätigkeit, die wir bis heute auch noch genießen können, so geprägt hat, das nochmal jetzt auch für uns nochmal herauszustellen, was meint eigentlich Beziehung? Also, was ist das? Und auch, also wenn man es wieder mechanistisch betrachtet, könnte man sagen, ja, es braucht zwei Pole und die Verbindung dazwischen. Also, das ist sozusagen eine direkte
Beziehung, die entsteht, aber das wäre auch wieder so ein mechanistisches Weltbild. Und Buber spricht da von einer freien Polarität, also auch wieder da, ne, dieser freie Impulse, diese radikale, rückhaltlose Offenheit, von der wir auch eben gesprochen oder Frank, du gesprochen hast, ne, diese Radikalität in diesem Beziehungsmoment. Und mag dieses Zitat, was du eben angesprochen hast, nochmal herausheben, um dann auch nochmal in diesen dialogischen Prozess auch zu kommen, der in der Gestalttherapie auch wirkt. Und er meint diese bei der freien Polarität, und das ist bei der Beziehung auf ein Du der Fall, ist das Gegenüber nicht objektivierbar. Nur der eine Punkt liegt fest, das Ich. Der andere Punkt ist schwebend, ist nicht gegenständlich, sondern gegenwärtig. Vom Du weiß ich nichts und erfahre ich nichts. Außer alles. Dieses Alles aber heißt nichts anderes als die Beziehung. Aus solcher Beziehung entsteht Gegenwart. Genau. Was sagt das über die gestalttherapeutische Beziehung zwischen Klient und Therapeut? Ein kräftiger Sprung, den du da machst. du hast eben die Schwierigkeit schon angesprochen, mit dem Stichwort des Mechanistischen, was sich leicht einschleicht, wenn wir versuchen, das zu benennen, worum es übergeht. Buber hat diese Schwierigkeit ja selbst gesehen und hat sie auch ausgesprochen und gesagt, es ist eigentlich unmöglich, das, was ich meine mit Beziehung, begrifflich auszudrücken. Und das finde ich sehr wichtig. Ja, was wäre jetzt der Unterschied zu begrifflich? Vielleicht poetisch, vielleicht atmosphärisch, wie auch immer. Vielleicht mit einem Einbeziehen der weiteren Dimension, eben des Göttlichen, was bei Buber der Fall ist, und das sollte man auch nicht unterschlagen. Wenn er also letztendlich verankert, das will ich vielleicht noch an der Stelle sagen, er verankert ja das Ich-Du, die Ich-Du-Beziehung, immer auch im Ewigen. Und also was sozusagen dann das göttliche Du wäre. Und nur weil eben in der Ich-Du-Beziehung sozusagen sich dieses ewige Du, wo Ausschließlichkeit und Einschließlichkeit ineinander fallen, sich widerspiegelt in dem konkreten Ich-Du, können wir überhaupt das Vertrauen darin entwickeln und können wir sozusagen, ich sage es mal etwas salopp, die Momente, wo es nicht gelingt mit der Beziehung und der Begegnung, die ja häufig sind, überbrücken. Er spricht auch von Aktualität und Latenz. Ja, also aktuell gelingt uns das immer wieder, dieses in Beziehung miteinander gehen, aber es gibt dazwischen auch lange Phasen, wo es nicht gelingt. Und also begrifflich das zu fassen, ist ganz, ganz schwierig. Und vielleicht nochmal diese eine Geschichte von ihm, die er in dem Text Zwiesprache bringt. Ich finde das eigentlich immer wieder wunderbar zu lesen, wo er erzählt, wie er als 11-jähriger Junge bei dem Schimmel, also bei den Großeltern war auf dem Land und da war ein Schimmel. Und jeden Morgen ist er zu dem Schimmel hingegangen und hat ihm erstens ein bisschen was zu essen gegeben und dann hat er angefangen, seinen Hals zu kraulen. Und das war ein ungeheures Gefühl der Fremdheit, dieses borstige Haar oder diese Mähne von dem Schimmel. Und es war aber eine unglaubliche Erfahrung, mit dem ganz anderen und seiner Hand und
also so etwas wie eine fast spirituelle Erfahrung, sich darauf einzulassen, etwas zu spüren, was ich eben nicht definieren kann, was ich nicht in Begriffe oder Kategorien packen kann, sondern einfach nur im Kontakt damit bin. Und dann erzählt er, dass er eines Tages, und es hätte sich so eine verschworene Gemeinschaft zwischen ihm und dem Schimmel entwickelt. Und dann erzählt er, dass eines Tages er wieder kam und wieder gekrault hat, und plötzlich hat er nur noch seine Hand gespürt, wie ihm das gut tat, das Gefühl in seiner Hand. Und sagte, da war die Sache vorbei. Und er nennt das Rückbiegung auf das eigene. Und das ist vielleicht ein anschauliches Beispiel dafür, auch für die Radikalität, die ich vorhin sagte, ja, was er unter Beziehung wirklich versteht, dass man sich so auf das andere einlässt, dass man es so spürt, wie man es überhaupt nur spüren kann, ohne das eigene zu verlassen, aber sozusagen in beiden Welten gleichzeitig ist und damit sich auch noch etwas, eine dritte Dimension auftut, eben dieses Zwischen. So, ja, und jetzt von da aus zur Gestalttherapie. ich glaube, also was mich sehr fasziniert hat, einerseits nochmal, um auf Hans Krüpp zu kommen, der ja von Buber ab 1923 ganz, ganz stark geprägt war, wo Trüb eben auch gesagt hat, er kam als Therapeut an eine Grenze in dem Moment oder dadurch, dass er den ihm gegenüber sitzenden Patienten als den Kranken gesehen hat, dem er eine bestimmte Krankheit zugeschrieben hat, die er definieren konnte und er genau wusste, was er als Arzt zu tun hat, um diese Krankheit irgendwie zu besiegen. Und irgendwann hat er gemerkt, wenn er so daran geht, als Wissender, der genau weiß, was mit dem anderen los ist und der genau weiß, was zu tun ist, dann scheitert es. Dann scheitert die Beziehung zu dem Patienten und die ganze Therapie läuft gegen die Wand. Das ist also eine konkrete Erfahrung, die er gemacht hat und sozusagen sich das, also erstmal sich darauf einzulassen, auf dieses Nichtwissen des anderen, was du eben auch vorgelesen hast, nicht, also ich weiß nichts vom anderen, das sozusagen sich immer wieder, gerade auch in der therapeutischen Situation, zu vergegenwärtigen. Sozusagen, wenn ich anfange, hier eine Hypothese zu bilden, oder wenn ich glaube zu wissen, aha, da ist das Problem, und dann muss ich das und das tun, dann ist es ein großer Unterschied. Man kann das nie ganz vermeiden. Aber es bleibt ein schales Gefühl übrig. Im Unterschied dazu, und da komme ich wieder auf den freien Impuls, im Unterschied dazu, sich ganz unvoreingenommen oder vielmehr so auf das Unvorhersehbare einzulassen, was sich in einer Stunde mit dem gegenüber sitzenden Klienten abspielen kann. Und also sozusagen das freie Spiel. Ja. Ich habe konkret gesagt, ich habe einen Klienten, der selbst mal gesagt hat, wenn ich zu Ihnen komme, dann will ich spielen. Er fand das zwar nicht, er hat das zwar negativ bewertet für sich, aber es war ein großes Geschenk, dass er das gesagt hat, weil von da aus konnte ich ihm vermitteln, was ich unter Spiel verstehe und dass wir tatsächlich miteinander spielen, in dem Sinne, dass wir uns sozusagen völlig ungeplant, völlig unvorhergesehen bestimmte Bälle zuspielen, also Themen, Worte, Beschreibungen von Gefühlen und so weiter und damit dann irgendwas machen. Irgendeine Körperübung, irgendeine Vertiefung im Gespräch, irgendeine dialogische Übung und so weiter. Und also ich glaube, dieser Unterschied, ich weiß nicht, ob es deutlich geworden ist, aber dieser Unterschied zwischen dem Geplanten und Bewussten und dem Unvorhersehbaren, Unvorhergesehenen als durchaus auch spielerisches Element zu schauen, was bringt der Klient oder die Klientin mit. Und wie kann ich
was habe ich in dem, was habe ich in dem Moment, ganz konkret, was steht mir konkret zur Verfügung, um das aufzugreifen? Vielleicht auch nichts in dem Moment. Oder etwas, wo ich selber überrascht bin und sagen kann, da erinnere ich mich an das und das und jetzt versuche ich mal damit zu spielen. Oder also ja, sozusagen dieser Überraschungsmoment auch, in dem, wie ich auf das, was mir da entgegenkommt, eingehen kann, aber eben wichtig ist, sozusagen immer sich zu hüten davor, vom anderen ein festes Bild zu bekommen. Und wichtig ist nochmal, auch da kommt wieder das Partnerliche ins Spiel. Hans Trüb hat diesen schönen Satz gebracht, der Arzt soll nicht Funktionär des Geistes sein, sondern Partner der leidenden Seele. Ich finde das sehr, sehr schön, was ja sozusagen in ja vielen Therapierichtungen schon fast wahrscheinlich als anstößig betrachtet würde, diese Idee von Partnerschaft, dass das sozusagen sein darf. Ja, und dass man sagt, wir sind hier. Und da ist wiederum Buber ganz wichtig. Also ich habe vorhin schon erwähnt, dieses Vorwort Heilung aus der Begegnung, wo er eben sagt, dass erstens der Therapeut bereit sein muss, das ganze Risiko einzugehen, mit dem Patienten, der zu ihm kommt, in den Abgrund hinabzusteigen und in die Krisenhaftigkeit und so weiter und so fort, wo ihm, dem Therapeuten, eigentlich nichts mehr hilft. Keine Methode, keine Technik, nichts Angelerntes, nichts Angelesenes, sondern nur noch das, was er in dem Moment als Person selbst hineinbringen kann in die Situation. Und dann kommt eben am Schluss dieser schöne Satz, wo er sagt, der Kranke ist ja nie für sich krank allein, sondern krank ist immer auch ein Zwischenhaftes. Das bringt das zurück auf das, was du am Anfang gesagt hast, wenn ja, nicht, dass ja die Klienten, die zu uns kommen, immer sozusagen die gesamte Gesellschaft oder die gesellschaftlichen Beziehungen und Bedingungen mitbringen, die hineinwirken in das, was sie bedrängt und bedrückt. Und Huber und Trüb haben ganz deutlich, also dieses Wort Heilung aus der Begegnung, beide ganz deutlich gesagt. Letztendlich kann Heilung nur erfolgen, wenn der Einzelne wieder sich selbst befähigt, in Kontakt zu kommen, in Beziehung zu kommen mit den Menschen um ihn herum oder eben mit neuen Menschen. Und diese Beziehungshaftigkeit in der Weise zu erleben, wie wir es vorhin in Bezug auf die Dialogik schon mal angedeutet haben. Und das halte ich für ganz, ganz wichtig. Also ganz, ganz wichtig auch für die Aufgabe des Gestalters. Ja, ja, schön. Also das ist, zeigt auch nochmal dieses Wagnis oder auch ein Stück weit eine hohe Konzentration und vielleicht auch etwas, wo wir nie aufhören zu lernen als Gestalttherapeuten, sich diesen Raum auch zur Verfügung zu stellen, diesen offenen, wo diese Begegnung stattfinden kann, also dieses Nichtwissen tatsächlich und trotzdem Halt anzubieten. Also keine Passivität, ne, das ist nicht damit gemeint, sondern ein aktives, interessiertes Nichtwissen, ein noch nicht Dasein. Mhm. Und finde es auch nochmal so ein Bezug zu dem, was wir anfangs hatten mit dem freien Impuls, das, wie enorm wichtig dieser ist, ne, als ein Geschenk, was sozusagen vom Leben heruntertropft. Wäre jetzt so eine Formulierung, die mir sehr nahe ist, was ich auch in gestalttherapeutischen Sitzungen sehr kenne, diese Momente, wo man merkt, da kommt ein freier Impuls in dem Zwischen, der taucht auf. Und das ist etwas, wo sich etwas auch vollenden kann. Oder dieser freie Impuls will ja ins Leben. Also wenn wir jetzt auch nochmal den Kontaktzyklus ganz kurz nur sehen oder die Kontaktwelle, da entsteht ja ein Impuls und der will ja Vollendung haben. Der will ja ins Leben gebracht werden und abgeschlossen werden, damit er wieder verebben kann.
Und diesen überhaupt zuzulassen, dass der da sein kann, braucht ja diese radikale Offenheit tatsächlich. Also das finde ich auch diesen heilenden Moment, wenn freie Impulse, die vielleicht in der Vergangenheit keine Vollendung erfahren haben, wo kein Spiel, wie du sagst, Frank, stattfinden konnte, wo das verebbt ist, bevor es entstehen konnte. Das ist wie ein Anhalten, ein nicht vollendetes, wo etwas nicht inne werden konnte, nicht verleiblicht werden konnte auch. In dem Moment leiden wir darunter. Es verstopft. Der freie Impuls ist nicht gewürdigt. Und ja, diesen Zusammenhang auch zu sehen von freien Impulsen und der dialogischen Beziehung, dass der dort stattfinden kann, finde ich nochmal sehr, sehr schön. Ja. Ja, Stefan, magst du noch etwas sagen auch oder ergänzen? Ja, ergänzen insofern, dass ja genau das Gegenbild von diesem Dialogischen, dass das ja das ist, was vom Gesundheitssystem eigentlich erwartet wird. Erwartet wird eine feste Diagnose, eine verlässliche Diagnose und ein verlässliches Instrumentarium. Das ist ja nicht nur zu Hans Trübs Zeiten so, sondern es ist ja vielleicht sogar noch stärker. Das gilt ja überhaupt für den ärztlichen Beruf, das, also Intuition, intuitive Zugang, der wird ganz runtergespielt, obwohl der ja immer eine Rolle spielt, dass der Arzt ein Gespür für den Kranken hat, was der braucht. Also selbst wenn er eine körperliche Krankheit hat, ist es meistens immer sehr notwendig. Aber bei Psychotherapie ist das noch viel stärker so. Und der Weg geht immer mehr dahin, immer kleinteiliger Vorschriften zu machen. Und das ist diese bürokratische Angst vor Verantwortung, nämlich vor Fehlern, die passieren können. Und in einem solchen offenen Raum können Fehler passieren, das muss man sagen. Und es ist ein Risiko, das ist ja auch das, was Buber sagt, und man muss bereit sein, dieses Risiko der Beziehung einzugehen. Und gerade das soll ja immer weiter ausgeschlossen werden durch Verfahren. Und insofern ist die Radikalität von Buber von damals ist eigentlich noch radikaler geworden heute, weil es gegen diesen Zug zur Null-Risikogesellschaft. Null-Risikogesellschaft bedeutet ja auch, keiner hat mehr Verantwortung. Alle Verantwortung liegt in dem Verfahren. Und wenn es irgendwo zu einem Fehler kommt oder auch zu einem tragischen Ereignis, dann sucht man sozusagen in diesen Verfahrensweisen und wo müssen diese Verfahrensweisen optimiert werden. Das ist ja so ein Reflex, der, wie ich beobachte, einfach noch stärker geworden ist und nicht etwa abgebaut worden ist. Und insofern kämpft da die Gestalttherapie für eben halt für freie Räume. Und auch ja, für Verantwortung und Risiko. Das finde ich eigentlich ein ganz schönes Schlusswort auch. Auch noch mein Hinblick auf die Tagung, weil ich das auch einen Ort sehe oder eine Möglichkeit sehe, da zusammenzukommen, schöne Impulse zu hören und sich auch gegenseitig zu kräftigen. Dass wir nämlich dieses Risiko immer wieder trauen, uns auch ja, einzugehen, dieses Risiko der Begegnung und dieses freien Raumes. Mhm. Vielleicht ist es gut, solche Zusammenkünfte zu schaffen und auch sich gegenseitig zu bekräftigen, weil es ist und bleibt ein Risiko, ein Wagnis und ist aber notwendig, ist irgendwie dran, oder? Mhm. Ja. Ja. Danke. Ja, danke dir.
könnte man jetzt noch weiterführen. Vielleicht gibt es auch einen Teil 2, aber ja. Soweit erstmal. Gut. Ja, vielen Dank.